Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp Linux Dash. Linux Dash ist ein einfaches Web-Dashboard für Linux-Maschinen. Informationen über das Linux-System werden zusammengetragen und per Webseite angezeigt. So kann man beobachten, ob alles auf dem System okay ist. Linux Dash ist ebenso für Smartphones und Tablets gedacht, ist bei github.com verfügbar und steht unter der MIT-Lizenz. Voraussetzung sind ein Webserver mit PHP 5 und das zusätzliche Paket PHP 5-JSON. Und das kann bei Linux Mint wie folgt installiert werden: sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen Install PHP 5-JSON. Bei mir habe ich das schon getan. Ebenso läuft der Webserver Apache mit PHP. Und um nun Linux Dash zu installieren, geht man wie folgt vor. Man kopiert sich Linux Dash auf den PC, zum Beispiel mit Git Clone, und dieser URL kann man die Dateien kopieren. Oder man benutzt hier die ZIP-Datei, das mache ich mal. ZIP-Datei herunterladen, mit Archivmanager öffnen. Und dann das Verzeichnis ins Home-Verzeichnis erstmal entpacken. Dann befindet sich das Verzeichnis Linux-Dash-Master im Home-Verzeichnis. Das benenne ich einfach erstmal um mittels Kommando MV. Linux-Dash-Master Leerzeichen Linux minus Dash. Also heißt das Verzeichnis jetzt Linux minus Dash. Das kopiere ich ins Webserver-Verzeichnis mittels Kommando sudo cp, also kopieren, minus R, groß R, für alle Unterverzeichnisse mitkopieren, und zwar das Verzeichnis Linux minus Dash, und der Zielordner heißt Schrägstrich VAR Schrägstrich WWW, und das ist das Webserver-Verzeichnis, und Enter. Und hier ist dann das Verzeichnis Linux minus Dash. Und da der Webserver schon läuft, kann ich dann einfach eingeben localhost Linux minus Dash, und dann gibt es hier diese Anzeige, also mein Linux Dash, mein Web-Dashboard für Linux-Maschinen. Je nachdem, wie man oder wo man Linux Dash benutzt, sollte man für einen sicheren Zugriff sorgen, so dass man selbst nur auf Linux Dash Zugriff hat. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!